فيك حبيبي، جزاك الله خيرا. فيك هذا بارك الله. natürlich ich danke Allah سبحانه وتعالى an allererster Stelle, dass er uns erlaubt, hier zusammenzukommen, besonders in diesen schwierigen Zeiten. Und danach auch einen Dank an meinen langjährigen Bruder Adnan, jazakallahu khairan, Abu Yunus, und an alle anderen Brüder hier. Möge Allah euch reich belohnen für eure Arbeit, für eure Leistung. Und schon zu Beginn der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und in schwierigen Zeiten, also zur Zeit in Mekka, als die Gefährten, einige von ihnen gefoltert wurden, Bilal radiallahu anhu und Ammar, der Vater von, oder der Sohn von Yasir und der Sohn von Sumayya. Sumayya, die erste Märtyrerin im Islam. Und Ammar musste zusehen, wie seine Mutter und sein Vater ermordet werden auf bestialische Art und Weise. Sumayya radiallahu anha, wenn ihr mir erlaubt, wurde erstochen, und zwar in ihrem Unterleib. Ja, also es waren unerträgliche Momente. Und in dieser Zeit trafen sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Gefährten bei einem Sahabi, und zwar Al-Arqam, Ibn Abi Al-Arqam. Und das war so eine kleine Wohnung. Ja, und da passten ein paar Dutzend, ja, ein Dutzend Sahaba oder zwei, drei Dutzend Sahaba passten da rein. Und warum ich das erzähle, ist, dass solche Live-Sessions, solche Meetings online heute Darul Arqam sind. Das heißt, wir brauchen das auf jeden Fall. Also es ist nicht so, wenn du kein international oder national bekannter Prediger bist, muss einfach still sein und darfst nichts machen. Ganz im Gegenteil. Wir leben in einer Zeit, alle müssen was tun. Jeder Einzelne. Und deswegen will ich euch noch einmal danken für eure, für euren Einsatz. Und Allah Azza wa Jal sagte zu Musa a.s. Auch Musa a.s. lebte in Unterdrückung, er mit seinem Volk zur Zeit von Pharaon. Und da sagte Allah Azza wa Jal, macht eure Häuser zu Moscheen. Macht eure Wohnungen, eure Häuser zu Häusern Allahs. Also wo ihr zusammenkommt und Allah gedenkt. Und heutzutage ist das auch online. Auch nicht, wenn es nicht offline ist, in einer Wohnung. Das kann man ja auch gerne machen. Aber effektiv ist es unbedingt auch nötig, dass wir online vieles tun. Und wie gesagt, man muss nicht ein Scheich sein, ein großer Imam sein. Jeder Mensch, jeder Muslim soll zu Allah aufrufen, soll das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, soll, wenn seinen Geschwistern Unrecht zugefügt wird, soll er seine Stimme erheben. Das alles ist die Aufgabe von uns allen. Das ist nicht nur Prediger XY und die anderen machen nichts. Nein, nein, sondern wir alle zusammen. Und deswegen noch einmal einen herzlichen Dank an euch, dass ihr mir diese Möglichkeit gegeben habt. Möge Allah euch reichlich dafür belohnen. Dann vielleicht noch einen kleinen Aspekt. Und zwar so viel Leid, das wir sehen tagtäglich. Das ist natürlich etwas, was jeden einzelnen Muslim erdrückt. Und das ist normal, dass es uns erdrückt, dass wir trauern, dass wir Schmerz empfinden. Das zeigt unseren Glauben, das Mitgefühl mit unseren Geschwistern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Verstorbenen als Märtyrer annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Verletzten heilen und möge Allah azza wa jalla die Angehörigen standhaft sein lassen. Das heißt, diese Emotionen sind wichtig. Denn die Liebe für Allah, das ist eines der wichtigsten Aspekte des Glaubens. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagte, wer drei Eigenschaften besitzt, der wird die Süße des Glaubens schmecken. Erstens, dass ihm Allah und sein Gesandter lieber sind als alles andere. Das heißt, wir lieben Allah und den Propheten alayhi salatu wassalam über alles andere. Zweitens, dass er seinen Bruder und seine Schwester, seine Geschwister für Allah liebt. Und drittens, dass man es verabscheut, von dieser Religion abzufallen
so wie man es verabscheut, ins Feuer geworfen zu werden. Also einer dieser Eigenschaften, die zeigen, dass du wirklich ein Gläubiger bist, ist deine Empathie. Ja, heutzutage reden wir ja von Empathie. Deine Bindung zu deinen Geschwistern. Du kannst nicht einfach zur Tagesordnung gehen, als ob nichts wäre. Auf der anderen Seite müssen wir uns daran erinnern, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lebte zur Zeit, als Bilal gefoltert wurde. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lebte, als Sumayya radiallahu anha ermordet wurde und auch ihr Ehemann Yasir. Und er lebte genau zur Zeit, als andere Sahaba gefoltert wurden. Aber er konnte damals nichts tun, er war zu schwach. Wir reden hier von den ersten Jahren in Mekka. Das bedeutet also, wir sind nicht die allerersten, die sehen, wie Menschen unterdrückt werden, aber unsere Hände sind gebunden. Das heißt nicht, dass wir dann passiv werden, sondern genau so ein Live-Session ist ja auch etwas Aktives, dass wir uns erinnern, dass wir uns gegenseitig ermahnen. Ja? Und ich bin der Erste, der diese Ermahnung braucht. Nur weil ich jetzt rede, heißt es ja nicht, dass ich keine Ermahnung brauche, sondern wir alle müssen uns gegenseitig ermahnen mit guten Worten, dass wir Kraft tanken und dass wir standhaft bleiben, dass wir wissen, das gehört zum Plan Allahs. Also wir dürfen keine Sekunde denken, liebe Brüder und Schwestern, liebe Geschwister, dass hier irgendwas aus dem Ruder ist. Ja? Dass Allah Azza wa Jal nicht alles im Griff hätte. Erhaben ist Allah Azza wa Jal. Wir müssen wissen, das weiß Allah. Allah ist der Allsehende, Allhörende, Allkundige, der Allumfassende. So viele Namen Allahs hat er, die uns beschreiben, alles ist unter der Planung Allah subhanahu wa ta'ala. Aber warum lässt er dann Leid zu? Nun, weil Allah azza wa jal es verdient hat, aus Liebe angebetet zu werden. Ja, und warum lässt er dann Menschen leiden? Ja, wie willst du denn Liebe beweisen? Jeder von uns kennt die Mutproben, oder nicht? Ja? Auch wenn das jetzt keine Motivation zu Mutproben sein soll, die gefährlich sind. Auf jeden Fall, so gibt es auch Liebesproben. Wenn du jetzt zeigst, du liebst deine Mutter, deine Ehefrau, deinen Vater, deine Kinder, zeigst du es durch Sachen, die jeder machen kann? Oder zeigst du es, wenn du irgendeine Sache machst, die kein anderer gemacht hätte für deine Eltern, für deine Frau, für deine Kinder? Das heißt, eine Liebesprobe, so wie eine Mutprobe, ist schwierig. Ist etwas, was vielleicht am weh tut, ja, was stressig ist, dann zeigt sich die Liebe. Denn jeder kann behaupten, er liebt Allah. Aber Allah will die Wahrhaftigen. Also wird geprüft. Ich sage immer wieder, in der Schule, wenn du in die Schule gehst, zur Uni, zu deiner Ausbildung, und dann kommt der Lehrer, der Ausbilder, der Professor und sagt, so, jetzt wird geprüft. Gibt es irgendeinen Menschen, der sagt, ah, wie kannst du nur? Also das gibt's doch nicht, du kannst doch jetzt nicht eine Prüfung machen. Ja, warum bist du denn in der Schule? Der erste Tag, an dem du in die Schule gegangen bist, da wusstest du, irgendwann kommt die Prüfung. Und so ist es mit dem Leben in der Dunya. Du lebst nicht im Paradies. Deswegen gibt es hier kein paradiesisches Leben. Inshallah, möge Allah uns das Paradies geben. Yawm al-Qiyamah, Junge, dann geht die Party ab. Also nonstop, bi-idhnillahi ta'ala, wird gefeiert fil Jannah. Inshallah ta'ala, auf deiner Yacht, an der Beach Party. Alles, was du dir überhaupt ausdenken kannst, hier, was du nicht machst, weil es haram ist, Habibi, mach, was du willst für Jannah. Aber jetzt ist die Prüfungszeit. Und deswegen prüft uns Allah Azza wa Jal. Und Prüfungen sind eben schwer. Und je schwieriger die Prüfung, umso wertvoller der Abschluss. Stell dir mal vor, du gehst jetzt in eine Uni und jeder, der wirklich nur einen Tag dort anwesend war, kriegt seinen Doktortitel. Du brauchst nur zu sagen, hallo, zack, bitteschön, hier hast du deinen Doktortitel. Wie viel wert ist dieser Lappen dann, dieser Doktortitel, dein Master, dein, was weiß ich, Meisterbrief? Nicht. Bei jedem Betrieb, wo du dich bewirbst, du kommst von der Uni XY, von dieser Privatschule XY, geh nach Hause, wir wollen dich nicht. Ja, warum? Ja, jeder besteht. Wenn aber bei dem Betrieb oder bei der Uni, bei der Schule eine Durchfallquote von 70% ist, und wirklich nur the best of the best da das besteht,
Habibi, dann kriegst du jeden Job, egal wo du bist. Du musst nur sagen, guten Tag, ich bin von der Uni XY, von dem Betrieb XY, hereinspazieren. Jetzt wollen wir in Al-Firdaus, die höchste Stufe des Paradieses. Ja, dann brauchst du ein gescheites Zeugnis, einen gescheiten Abschluss. Und dieser gescheite Abschluss, den bekommst du durch schwierige Prüfungen. Und deswegen sicher bei Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, diejenigen, die den besten Abschluss bekommen, sind die Leute aus Gaza. Möge Allah mit ihnen gnädig sein. Also das Zertifikat, was die bekommen von Allah jalla wa ala, diese Geduld, wenn du siebenjährige, sechsjährige Mädchen hörst, die sagen, Alhamdulillah, Allah azza wa jal ist unser Herr und er wird uns, und gerade fliegen die Fetzen um ihr herum, sie hat ihre ganze Familie verloren und sie sagt, Alhamdulillah, ich bin eine Muslimin und bi'idhnillah, im Paradies werden wir uns treffen. Was ist das für ein Iman? Was ist das für ein Glaube? Unser einer, nur ein bisschen Fieber, oh nee, jetzt habe ich gebetet, Jumu'ah, und jetzt werde ich krank, wie nur, ja Rabbi, was soll das? Nur weil du mal ein bisschen gebetet hast, ein bisschen gefastet hast, darf Allah dich nicht mehr prüfen? Wo haben wir denn das her? Ganz im Gegenteil, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, je mehr man glaubt, umso stärker die Prüfung. Wenn wir das anders formulieren wollen, je besser der Abschluss, also wertvoller, je schwieriger auch die Prüfungen und Tests. Und so ist es eben in diesem Leben, liebe Geschwister, dass Allah azzawajal uns prüft. Und so hat das der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Sahaba gesagt, als er eben gefragt wurde, Khabbab ibn al-Arat, einer der Gefährten damals in Mekka, die sehr gefoltert wurden. Er kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte ihm, ja Rasulallah, warum machst du nicht Dua für uns? Warum bittest du Allah nicht um Hilfe? Ihr müsst euch vorstellen, Bilal wird einen Felsen auf seine Brust gelegt, Sumayya wird durch einen Speer erstochen, und so weiter. Diese Leute werden gefoltert. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, unser geliebter Prophet alaihi salatu wasallam, kann nichts dagegen tun. Er sagte ihnen vor euch, er erinnerte sie daran, dass das eine Gesetzmäßigkeit ist. So wie es Anziehungskraft gibt, so wie es die Gravitationskraft gibt, das sind physikalische Gesetze. So gibt es göttliche soziale Gesetze, gesellschaftliche Gesetze. Und dieses Gesetz lautet, Allah prüft in diesem Leben. Deswegen sagte er, es gab Leute, denen wurde eine Grube gegraben und die wurden da reingelegt und dann mit der Säge in zwei Teile aufgeteilt. A'udhu billah, möge Allah uns davor bewahren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und das hat sie trotzdem nicht von ihrem Glauben abgehalten. Allahu Akbar. Das muss man sich mal vorstellen. Nur der Anblick, die machen gerade eine Grube für mich. Möge Allah uns davor bewahren, vor einem schlimmen Ende. Und möge Allah uns trotzdem mit den Märtyrern vereinen. Wenn du nur siehst, da gräbt jemand eine Grube, damit er dich umbringt, Junge, da kriegst du schon Angst und Furcht und so weiter. Aber die Standhaftigkeit kommt von Allah. Das sehen wir doch bei unseren Geschwistern in Gaza. Was für eine Geduld, was für eine Standhaftigkeit. Die ganze Welt ist gegen sie. Die komplette Welt ist gegen sie. Und trotzdem jammern sie nicht. Habt ihr irgendeinen aus Gaza gesehen, der jammert? Habt ihr irgendeinen gesehen, der Allah angeklagt hat? Rabbi, wie kannst du das tun? A'udhu billah. Das ist doch nicht normal, oder? Diese Leute, die sind nicht normal, diese Leute. Und deswegen, wir lieben sie. Wir lieben sie für Allah, weil sie Muslime sind. Und dann lieben wir sie nochmal für Allah azza wa jal, weil das Männer sind und weil das Frauen sind. Selbst die Kinder. Selbst die Kinder, eine Frau packt den Mus'haf, den Koran. Den Koran packt sie. Alles ist zerfetzt, die Gebäude, alles. Und dann hält sie am Koran. Und unser einer hält den Koran einmal im Jahr nur. Subhanallah. Wie viel lernen wir von unseren Geschwistern aus Gaza? Auf jeden Fall, liebe Geschwister, damit ich nicht zu lange rede, hinter all diesem Leid, liebe Geschwister, ist das Versprechen Allahs, dass es gut wird. Diejenigen, die gestorben sind, die sind im Paradies. Keine Frage. Also wer daran zweifelt, der muss seinen Verstand endlich mal einschalten. Die sind im Paradies. Al-Rasul alayhi salatu wassalam sagte, die Kinder der Gläubigen,
aber auch der Nichtgläubigen, also die Kinder, die vor der Pubertät gestorben sind. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, sie werden gepflegt von Ibrahim alaihi salam und seiner Frau Sarah auf einem Berg im Paradies. Subhan. Das, liebe Geschwister, diese Dosis Aqida, diese Dosis Glauben, brauchst du, wenn du diese Bilder siehst. Schalt das sofort ein. Ansonsten wirst du verrückt. Also jeder von uns, der wird verrückt, psychisch krank, wenn du diese Körper siehst. Ja, ich will es jetzt nicht näher beschreiben. Jeder von euch hat das gesehen. Wenn du nicht die Dosis Aqida hast, du kommst in die Klapsmühle. Aber wenn du weißt, okay, ich sehe jetzt einen leblosen Körper eines Babys, aber der spielt gerade bei Ibrahim a.s. Der geht gerade zu Sarah und sagt, darf ich mal aus dem Fluss des Paradieses trinken? Der rennt gerade hinter einem Vogel im Paradies her. Dem geht's gut. Uns geht's schlecht. Möge Allah uns beistehen. Wir sind die, die leiden. Das soll jetzt nicht heißen, ja Rabbi, okay, dann vernichte alle Kinder. A'udhu billah. Möge Allah alle Kinder bewahren. Aber wenn wir sehen, es sind Leichen, dann müssen wir, also es gibt ja einige Fotos und so, wie dann so die Seele hinter dem Papa ist und dann beruhigt diese Seele, der ist ja schon gestorben, der Vater trägt dieses Kind, ja. Das ist so, das ist wirklich so. Diese Seelen sind im Paradies. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagte, die Seelen der Märtyrer, schaut euch mal diesen schönen Hadith an, die Seelen der Märtyrer sind in Form von grünen Vögeln. Sie schwirren im Paradies herum und ihre, ich will nicht Käfige sagen, sondern ihre Häuser, Käfig hört sich so negativ an, ihre Häuser hängen am Thron Allahs. Allahu Akbar. Die flattern im Paradies rum, diese Märtyrer. Denen geht's nicht schlecht. Die haben's gepackt. Die haben's gepackt. Die sind im Paradies. Möge Allah die Lebenden bewahren. Also wir sagen ja nicht, okay, inshallah, alle Muslime dann tot. Möge Allah bewahren. Nein, wir, wie ein Gelehrter gesagt hat, viel schwieriger als das Sterben, fi sabilillah, ist das Leben, fi sabilillah. Dass du für Allah weiterlebst, dass du die Sünden meidest, wir alle sündigen, möge Allah uns bewahren. Es geht nicht darum, dass wir Engel werden. Wir werden keine Engel. Müssen wir auch nicht, Alhamdulillah. Sondern wir sollten welche Menschen werden, wenn sie hinfallen, steh auf. Darum geht's. Dass du stolperst auf dem Weg, das gehört dazu. Dass wir sündigen, möge Allah uns vergeben. Aber es gibt Menschen, die sündigen und sündigen und sündigen und sagen nie, Astaghfirullah. Das darf nicht sein. Wir sündigen und dann müssen wir sagen, ja Rabbi, vergib mir. Wir sündigen und dann gehen wir beten. Wir sündigen, dann lesen wir ein bisschen Koran oder hören Koran oder küssen die Hand unserer Mutter oder die Stirn oder die Füße unserer Eltern. Das, damit Allah unsere Sünden wieder vergibt. Und so ist das Leben, liebe Geschwister. Bis wir irgendwann, inshallah ta'ala, allesamt, wie wir heute hier uns getroffen haben, möge Allah uns erlauben, dann mit dem edlen Propheten zu sitzen, dann hört ihr nicht meine Wenigkeit, sondern wie der edle Prophet zu euch redet, alayhi salatu wassalam, und dabei sehen wir dann Allah, jalla jalaluhu. Möge Allah uns das erlauben. Barakallahu fikum, entschuldigt, dass ich dann wieder so lange geredet habe. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen Dua, oder nicht? Inshallah. Barakallahu. Wir können auch dir gerne auch zuhören, Bruder. Jazakallahu khairan, Habibi. Barakallahu khairan, möge Allah euch reichlich belohnen. Oder wollte jemand von euch noch was dazu sagen? Wir lassen das. Mein lieber Bruder, mein lieber Sheikh, wir könnten dir bis morgen früh zu uns kommen. Barakallahu khairan, möge Allah uns von uns annehmen und uns bewahren. Möge Allah uns alle einsetzen für seine Religion, nicht ersetzen. Möge Allah uns immer zu Menschen machen, die nützlich sind für die ganze Welt, insbesondere für die Geschwister. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an, inshallah ta'ala, mit dem Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. O Allah, wir bitten dich mit deinen schönsten Namen und erhabensten Eigenschaften, dass du unsere Geschwister in Gaza und Palästina und allen anderen Orten, in denen sie unterdrückt werden, dass du ihnen beistehst. Ja Rabbi, du bist der Allmächtige.
Du bist der König, du bist der Herrscher. Ja Rabbi, du bist der Gewaltige, du bist der Stolze. Du bist derjenige, der zu allem fähig ist. Ja Rabbi, stehe unseren Geschwistern bei. Allahumma, o unser Herr, jene, die von uns abgegangen sind, die gestorben sind, nehme sie auf als Märtyrer. O Allah, erhöhe ihnen ihre Stufen, ihren Rang im Paradies. Lass sie eintreten in Al-Firdaus Al-A'la und lass sie Fürsprache ablegen für ihre Angehörigen und Verwandten und für uns, ja Rabbal Alamin. O Allah, wir lieben unsere Geschwister und daher bitten wir dich, dass du erlaubst, dass diese Geschwister uns aus dem Höllenfeuer retten und aus den Sünden retten, so dass wir gar nicht erst in die Hölle gelangen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns reichlich belohnen für die Liebe gegenüber unseren Geschwistern. Ja Rabbi, behandle die Verletzten. Ja Rabbi, pflege die Waisen. O unser Herr, diese Waisen haben ihre Eltern verloren und haben ihre Angehörige verloren, aber sie haben nicht dich verloren. Ja Rabbi, du bist da. Die Menschen sind gestorben, die Mittel sind zu Ende, aber du bist der Versorger und du bist der Nachsichtige, du bist der Milde, du bist der Barmherzige und Gnädige. So sei gnädig mit unseren Geschwistern, mit den Jungen wie den Mädchen, mit den Jungen wie den Alten, mit den Männern wie den Frauen. Ja Rabbi, lasse auf sie deine Gnaden herab. Ja Rabbi, lasse sie keinen Schmerz verspüren. Ja Rabbi, stärke ihre Herzen, fülle ihre Herzen mit dem wahren Glauben, auf das sie auf dich vertrauen. Ja Rabbi, schenke ihnen die Geduld und die Standhaftigkeit, um dieses Leid zu ertragen. Ja Rabbi, gebe ihnen und beschere ihnen einen gewaltigen Sieg gegen all ihre Feinde, all jene, die für sie das Schlechte wollen, all jene, die ihnen das Leben genommen haben, all jene, die ihnen Schmerzen zugefügt haben. Ja Rabbi, gebe ihnen den Sieg gegenüber diesen Menschen. Ja Rabbi, jeder, der für die Muslime Unrecht will, jeder, der den Muslimen schaden will, ja Rabbi, zeige uns an ihnen deine Macht und deine Kraft, so wie du bereits es gezeigt hast gegenüber den ungläubigen Völkern, die vernichtet wurden, wie das Volk von Nuh und von Ad und Pharaon und alle anderen Tyrannen. Ja Rabbi, du bist der einzige König und du bist der einzige Herrscher. Du bist der einzige, den wir anflehen können. Wir haben niemanden außer dir, ja Rabbal Alamin. Und wir verlangen von keinem anderen etwas außer von dir, ja Rabbal Alamin. Und deswegen, auch wenn wir sündigen, ja Rabbi, auch wenn wir stolpern, ja Rabbi, wir lieben dich. Unsere Sünden begehen wir nicht, weil wir dich nicht respektieren, unser Herr. Unsere Sünden begehen wir, weil wir schwach sind. Unsere Sünden begehen wir, obwohl wir sie nicht begehen wollen. Ja Rabbi, rette uns vor unseren Sünden. Ja Rabbi, lass die Sünden fern ab von uns. Ja Rabbi, wir sind es leid zu sündigen, obwohl du uns anschaust, obwohl du uns zuhörst. Ja Rabbi, wir schämen uns zutiefst dafür, dass wir uns vor den anderen schützen wollen, dass sie ihre Blicke uns nicht sehen. Aber vor dir sündigen wir. Ja Rabbi, du bist der Allhörende, der Allsehende, der Allvergebende, der Nachsichtige, der Gütige, der Liebevolle. Also behandle uns gemäß deiner Güte. Behandle uns nicht gemäß deiner Gerechtigkeit, denn wir verdienen die Strafe. Behandle uns gemäß deiner Güte, denn du bist derjenige, der vergibt. Ja Rabbi, wandle unsere Sünden um in gute Taten, auf dass du unsere Bittgebete erhörst, auf dass unsere Geschwister, die unterdrückt werden, gerettet werden. Ja Rabbi, wir wissen, unsere Sünden sind Hindernisse, so dass unsere Bittgebete nicht erhört werden. Aber du bist der Großzügige. Du erhörst die Bittgebete, auch wenn wir es nicht verdient haben. Also stehe unseren Geschwistern bei. Ja Rabbal Alamin. Ja Rabbal Alamin, leite uns recht, auf dass wir dich anbeten, auf dass wir dich anflehen, so wie es dir gebührt. Und damit du unsere Bittgebete erhörst. Ja Rabbal Alamin, pflege unsere Verletzten. Gebe ihnen Heilung, schenke ihnen Genesung, ja Rabbal Alamin. Versorge unsere Geschwister, gib ihnen Wasser, ja Rabbal Alamin. Sie haben Durst, sie kriegen nichts zu trinken, so gebe ihnen den Trank, ja Rabbal Alamin. So wie du Musa a.s. Wasser gegeben hast, aus einem Felsen entsprungen, sind 12 Kanäle von Wasser, ja Rabbal Alamin. Übergieße unsere Geschwister in Gaza mit Wasser und gebe ihnen Versorgung, ja Rabbal Alamin. So wie du die Kinder Israels mit Al-Manna wa Salwa versorgt hast, obwohl sie umherirrten und keine Nahrung hatten.
du bist der Versorger. Ja Rabbi al-Alamin, du bist derjenige, der Ismail Samsam gegeben hat. Unter seinen Füßen sprudelte das Wasser. Ja Rabbi al-Alamin, beschere unseren Geschwistern in Gaza Wasser und Nahrung, kräftige ihren Körper, schenke ihnen Gesundheit. Ja Rabbi al-Alamin, und lass sie standhaft sein. Ja Rabbi al-Alamin, vergib uns unsere Nachlässigkeit. Vergib uns, dass wir sie im Stich gelassen haben. Aber bei Allah, und du bist der Allwissende, du weißt, was in unseren Herzen ist. Wir haben sie nicht im Stich gelassen, weil wir das so wollten, sondern wir haben sie im Stich gelassen, weil uns dies so auferlegt wurde. Ja Rabbi al-Alamin, so hebe die Ungerechtigkeit auf dass wir ihnen helfen können, so wie sie es verdient haben. Ja Rabbi al-Alamin, bitte sei gnädig mit all unseren Verwandten und Bekannten und all die wir lieben. Versammle uns im Paradies mit den Märtyrern aus Gaza, mit den Märtyrern von allen Gebieten, mit den edlen Gefährten, mit dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja Rabbi al-Alamin, lass uns versammelt sein im Paradies, auf dass wir beständiger, wir suchen Zuflucht bei deiner Gnade. Lass unsere letzten Atemzüge jene Atemzüge sein, mit denen wir das Glaubensbekenntnis La ilaha illallah aufsagen, auf dass wir Kandidaten für das Paradies sein werden. Ja Rabbi al-Alamin, setze uns ein für diese Religion. Nutze uns als deine Diener, auf dass wir diese Religion der Menschheit vorstellen, auf dass wir der Menschheit bekannt machen, wer du bist. Allahumma, ja Rabbi al-Alamin, du bist so herrlich, du bist so majestätisch, du bist so wundervoll. Helfe uns, dass wir dieser Menschheit erklären, wer du bist. Und helfe uns, dass wir der Menschheit aufzeigen, wer unser edler Prophet ist, Muhammad alayhi salatu wassalam. Ja Rabbi al-Alamin, gebe uns Wissen über diese Religion, zeige uns die Wahrheit als Wahrheit und helfe uns, der Wahrheit zu folgen, und zeige uns die Unwahrheit als Unwahrheit und bewahre uns davor, der Unwahrheit zu folgen. Rette uns vor den Fehlern, ja Rabbi al-Alamin. Ja Rabbi al-Alamin, erinnere uns immer an dich. Lass uns dich nie vergessen, ja Rabbi al-Alamin. Rette uns vor den Sünden. Erinnere uns an dich und an den Tod und an das Paradies und an die Hölle, bevor wir wieder in den Sumpf der Sünden fallen. Ja Rabbi al-Alamin, wir bitten dich, dass du den Sieg und den Beistand für unsere Geschwister in Gaza eilig herbeiführst. Ja Rabbi al-Alamin, sie leiden. Ja Rabbi al-Alamin, sie sind in Kummer und Sorgen. Ja Rabbi al-Alamin, schenke ihnen Geborgenheit, schenke ihnen Ruhe, schenke ihnen Zufriedenheit, schenke ihnen Standhaftigkeit, ja Rabbi al-Alamin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere guten Taten annehmen. Ja Rabbi al-Alamin, dies sind wenige Bittgebete, auf dass du sie erhörst. Ja Rabbi al-Alamin, dies sind wenige Worte, auf dass du sie segnest. Ja Rabbi al-Alamin, dies sind wenige Anstrengungen von uns. Auf dass du sie reichlich belohnst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen annehmen. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Wa fiikum barakallahu. Li shaykhana. Jazakallahu khairan. Wa iyyaka amin. MashaAllah, MashaAllah. Auf Deutsch habe ich das noch nie so lange gehört. MashaAllah. Alhamdulillah. Möge Allah annehmen. MashaAllah. Möge Allah dich belohnen, mein Bruder. Ajma'in, liebe Geschwister, möge Allah euch reichlich belohnen für eure Arbeit. Möge Allah euch immer einsetzen für diese Religion. Möge Allah Azza wa Jalla durch euch die Menschheit verbessern. Und Jazakumullahu khairan, dass ihr mir erlaubt habt, hier teilzunehmen. Es ist eine Ehre für mich. Barakallahu fikum. Und dann wäre es das von meiner Seite aus, inshallah. Vorerst mal. Barakallahu fik. Auch noch einmal zum Ende an alle Brüder hier und insbesondere an meinen geliebten Bruder Adnan. Möge Allah mit deinem Vater gnädig sein, möge Allah deine Mutter segnen. Grüß sie von mir sehr und ja, auch deine Brüder. Du sollst deine Mutter grüßen. Khairan. Gerne, okay. Habibi, gerne. Okay. Barakallah. Bitte schön. Name. Allahu Akbar. Einer würde gerne konvertieren, genau.
hatte vorhin gerade geschrieben. Wenn es wahr ist, dann kann er gerne hochkommen. Ich weiß nicht, Bruder Shukri. Ja. Ich war in seinem Profil, ich weiß nicht, ob das echt oder nicht.